willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja, Drescher vom Jürgen haben wir jetzt. Mit dem habe ich ja den Deal, dass ich mir seinen Drescher kostenfrei, glaube ich, leihen darf. Wenn ich ihn brauche. Ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Deal war. Naja, Fakt ist, ich muss noch weiter vor. So, da kommen wir hin. So. Fakt ist, ja, 15 Uhr ist, denke ich, eine gute Zeitangabe. Dann können die das Stroh abfahren, weil ich habe das LU beauftragt, mir das Stroh abzufahren. Dann bin ich soweit hier schon durch, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Muss mal gerade nochmal ins Tablet gucken, wie weit wir. Eins. Sollte alles glatt gehen. Der Jürgen kommt gleich vorbei. Holt sich mein Josken-Anhänger, den kleinen, und fährt dann mir den Dinkel ab. Wobei ich da mal gucken muss, wie der Preis gerade ist. Dinkel, Dinkel, Dinkel. 1000 steigend. Ist das Dinkel? Das ist Dinkel. Das hört sich doch supi an. Steigend. Da können wir ein kleines Vermögen verdienen. Weiß nicht, wie viel wir hier runterkriegen, aber ich habe jetzt eine Bahn und knapp 6.500. Könnte sich auf 10.000 pro Bahn ungefähr belaufen. Dann kriegt man hier so 60.000 Liter. 60.000 könnten wir runterkriegen. Das wäre Schnieke. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht gleich noch ein Feld anpachte von dem Geld. Wenn hier irgendwas Gutes in der Nähe ist. Ja, ein bisschen weniger als 10.000 pro Bahn. Aber das passt. Cashflow. Ganz schön heiß hier auf dem Drescher, ey. Wo geht denn die scheiß Sitzheizung aus hier, ey? Ah, da vorne. Okay. Okay, gut. Sitzheizung brauchen wir nämlich nicht, ey. Mir ist hier bolle heiß.
So, warte mal, ich muss mal gerade den Jürgen anrufen. Der Bauhof sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Hallo? Ja, Jürgen, ich. Moin. Hier. Kommst du zum Abtanken? Bin voll! Ja. 95%. Ja, ich bin jetzt gleich bei deinem Traktor. Ja. Wurde von der Polizei noch angehalten. Oh mein. Okay. Gut. Dann bis gleich. Dann esse ich mal eine Stulle oder so. Jo, mach das. Tschö. Ciao. Ich stehe Richtung direkt beim Viehhändler. Jo. Gut. Tschö. Tschö. Umfahren. So. Raus. Dann passt die Schoße. So. Stroh ist gut. Können wir gerade mal, ich hole mal gerade das Sieb raus. So, Sieb. Dann nehmen wir gerade mal hier so ein bisschen Stroh auf Sieb. So. So. Oh ja, hey. Da ist kaum ein Korn mit dabei. Ja, da ist kaum ein Korn mit dabei im Auslass hinten. Das ist ja perfekt, ey. Kopie. So muss das sein. Na, jetzt warten wir hier auf den Jürgen, ey. Na, warte mal. Senkt mal das Ding hier noch ab, weil Hydraulikbelastung ist natürlich auch nicht immer so optimal. Aber gut. Dann warte ich mal. Kann man gerade noch mal gucken hier. Holzkohle. Schon wieder fast zwei produziert. Da müssten ein bisschen mehr Paletten, aber das passt noch. Karton ist voll, ja klar, stimmt. Lass ich die mal rausschmeißen. Dass er weiter produziert. Gar nicht mehr. Was hatte ich denn den Blaubeeren abgenommen? Nee, ich glaube, ich mache das Angebot nächste Woche. Machen wir Angebot nächste Woche. Palettenangebot. Dann kann ich nochmal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich für einen Preis hatte. Ich weiß, dass Karton, nee, dass die Holzkohle bei 1700 liegt plus Steuer. Aber Leerpaletten weiß ich gerade gar nicht. Machen wir nächste Woche einen kleinen Ausverkauf sozusagen. Aber ich könnte, warte mal, ich könnte noch bei der Palettenproduktion welche rausschmeißen. Dann kann die nämlich auch noch mal ein bisschen produzieren. Wo bleibt der denn?
0-0. Ja. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Neumann. Volker hier. Jo. Hi. Wenn du willst, ich bin schon dabei. Also, der kann sich langsam auf den Weg machen. Wegen Stroh abfahren. Jo, ich schick ihn los. Ja, aber warte mal, was war nochmal Preis? 200. 200 also, pro Tour. Also pro einmal hin und einmal zurück. So. Okay. Ja, passt. Gut. Dann bis später. Jo, bis später. Tschüss. Gut, Perfektomat. Jürgen ist noch am Telefon, ne? So eine Bodenwelle drin im Feld, da schafft es das Schneidwerk nicht drüber. Volker? Ja. Hast du noch was zu tun? So ein Mist, ey. Was ist los? Nö, eigentlich gerade nicht. Ja, ich komme ja nicht über so eine Kante im Feld. Komme ich so schwer drüber. Jetzt hat es gepackt. Jetzt passt's. Nee, im Moment eigentlich nicht. Brauchst du eigentlich Paletten? Paletten? Ich? Nee. Ah, Mist. Ja, da bist du was im Angebot. Ich habe bisher ja nur diese Produktion. Aber hast du denn noch einen Plan, dass du dich erweiterst? Ich hatte schon mal eventuell vor die Dönerproduktion. Ah, ja. Okay. Und die Irasco unten. Okay. Ja, wo ziehst du dann dein Fleisch her? Ja, das ist die Frage. Ja, und Brot brauchst du ja auch, ne? Ja, ja. Aber dafür müssen die erstmal in Betrieb genommen werden. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ist noch ein bisschen schleppend, ne? Ja, leider noch. Kauft noch keiner wirklich Produktion, ne? Ja. Vielleicht müsste es da eine Steuerermäßigung geben. Mhm. Dass man so ein bisschen was zurückbekommt vom Preis. Ja, das wäre ganz gut. Generell mal, keine Ahnung, dass man die Fahrzeuge vielleicht mal von den Steuern oder so absetzen kann. Ja, achso. Ja, dann hätte jeder ein bisschen was davon. Genau. Ich muss nämlich nur noch ein bisschen Kredit abzahlen. Ja, ich auch. Wobei, ich bin glaube ich so bei 90.000 oder so. Oh, ich hab fast ein Doppelte. Geht bei mir so. Ja. Ja, Volker,
Jürgen, ich bin's. Irgendwie Funk ausgefallen oder so. Ja, ich glaube, die die Funkmasten haben hau weg. Ja, muss die mal drum kümmern. Hier steht ja direkt einer, hier müsste man eigentlich super Empfang haben. Naja, bei mir oben auch teilweise. Muss mal gucken. Ja, du musst. Nee, das hier ist ein Funkmast. Und der, wo oben bei dir steht, der rot-weiße, das ist ein Telefonmast. Ja, ja, aber da ist auch teilweise Totenstille. Okay. Ja. Da verlierst du auch manchmal Telefonverbindung. Okay. Ja, musst dich mal drum kümmern. Ja, ich habe hier noch den Sprinter. Was hat der damit zu tun? Da ist ja alles am Werkzeug drin. Nee, Spaß, der wurde schon abgeholt. Hä? Was hat der mit dem Telefon zu tun? Ach, dass du da vorbeischaust, meinst du? Jo. Ach Gott, eine lange Leitung, ey. Gut. Naja. Okay. Moin. Hallo. Ja, ich bin da, um das Stroh einzusammeln. Gottes. Ja. Aber ins Heulager, gell? Ja, ja, da wollen sich keine Sorgen zu machen. Ah, man weiß nie. Irgendwo fährst du lang. Gut, Vorgewende habe ich eins und dann kannst du hier Bahn ziehen. Ja. Ins Hofsilo bei mir. Heulager. Ja. Jo. Gut, tschö. Ja. Jürgen, ciao erstmal, ne? Jo. Tschö. Jürgen? Jo. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.